is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die Gnadenzeit der Menschen geht zu Ende. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses. Und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit. Und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Wenn die Arbeit des Untersuchungsgerichts abgeschlossen wird, wird das Schicksal eines jeden entschieden worden sein. Leben oder Tod. Die Gnadenzeit endet kurz vor der Erscheinung des Herrn in den Wolken des Himmels. Spötter verwiesen auf die Vorgänge in der Natur, auf die unveränderliche Abfolge der Jahreszeiten, den blauen Himmel, der noch nie Regen herabgeschüttet hatte, die grünen Felder, die durch den sanften Nachttau erfüllt wurden, und schrieben: Erzählt er nicht Gleichnisse? Verächtlich bezeichneten sie den Prediger der Gerechtigkeit als wilden Enthusiasten und lebten weiter wie zuvor, suchten noch eifriger ihr Vergnügen, waren noch stärker darauf aus, ihre bösen Wege zu gehen als zuvor. Doch ihr Unglaube hinderte das vorhergesagte Ereignis nicht am Eintreffen. Gott hatte mit ihrer Bosheit lange Geduld gehabt und ihnen genügend Gelegenheit zur Umkehr geboten. Doch zur festgesetzten Zeit wurden alle, die seine Gnade zurückgewiesen hatten, von Gottes Gerichten heimgesucht. Christus sagt, dass zur Zeit seiner Wiederkunft ein ähnlicher Unglaube herrschen werde. Wie die Leute zur Zeit Noahs beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und rachte sie alle dahin, sagte unser Heiland. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Wenn das bekenntliche Gottesvolk sich mit der Welt verbindet, wenn sie leben wie alle leben und sich ihnen zu unerlaubten Vergnügungen anschließen, wenn der Luxus der Welt zum Luxus der Gemeinde wird, wenn die Hochzeitsglocken läuten und jedermann viele Jahre des weltlichen Wohlstandes erwartet, dann wird, so unerwartet wie der Blitz vom Himmel, das Ende ihrer schönen Träume und trügerischen Hoffnungen kommen. Die Ereignisse im Zusammenhang mit dem Abschluss der Gnadenzeit und das Werk der Vorbereitung auf die Zeit der Trübsal, dies ist alles deutlich dargelegt. Und doch haben ganze Massen von Menschen ebenso wenig eine Ahnung von diesen wichtigen Wahrheiten, wie wenn sie nie offenbart worden wären. Satan ist darauf bedacht, jeden Eindruck sofort zu verwischen, der sie unterweisen kann zur Seligkeit. Und die Zeit der Trübsal wird sie unvorbereitet finden. The Lord is coming. Are you ready?